Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, ich habe hier, man sieht es vielleicht, ein wenig umgeräumt, aufgeräumt. Ja, das Bett steht auch woanders, nicht weiter dramatisch jetzt. Verschaffe mir nochmal einen Überblick, was da wo alles war. Ich habe hier eine zweite Holzkiste angelegt. Genau, da sind die Stämme und Bretter drin. Boah, mal ein bisschen so machen. Und hier das restliche Holzzeug hier. Okay. Da ist allerlei Einrichtungszeug drin. Und noch ein bisschen anderes Gerümpel. Hier hast du Technikzeug und Glas. Und hier auch noch so allerlei anderes, was übrig geblieben ist. Und hier... Ach ja, Pflanzenzeug. Genau. Und draußen... Draußen haben wir hier Steinzeug. Ton und so weiter. Ah ja, genau, Ton. Und hier auch nochmal Stein und Gras und so weiter. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich wieder einen Überblick. Die letzte Aufnahme ist nämlich auch schon für mich wieder eine Weile her. Ich brauche jetzt gleich mal ein wenig Ton. Hier von dem Weißen. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe sogar auch daran gedacht, hier das umzustellen. Teleportieren wir uns doch gleich mal ins Silo. Ja, genau. Ah, genau. Hat geklappt. So, richtig. Und zwar ist dem Ultrahunder was aufgefallen, was mir nicht aufgefallen ist. Und das will ich verbessern. Nämlich hier. Man sieht es hier. Da, wenn ich die Klappe aufmache, sieht man da den Hebel. Der soll dann hier vorne eben die diese Kolben betätigen. Und wenn ich jetzt den Hebel drücke, ja, dann bewegen sich die Dinger hier. Aber noch etwas geschieht, nämlich... Oh ne, Moment, gar nicht wahr. So, Hebel, wieder runter, Klappe zu. Und jetzt geht aber diese Klappe hier auch auf. Und das soll ja nicht sein. Und das habe ich nicht bemerkt. Ultron hat das bemerkt. Vielen Dank für den Hinweis. Das soll natürlich nicht sein. Das will ich ändern. Und zwar... ja, ich kann das mal... Ja, hier oder so. Ist egal. Ah ne, Moment mal, da kann ich ja... Kann ich da... Da durchgehen? Das wäre ja natürlich auch noch... eine Möglichkeit. Boah, nicht so weit. Ja, wahrscheinlich geht's nicht. Ja, wenn ich in die falsche Richtung laufe, dann... natürlich ist das echt nicht. Ist egal. Machen wir das so. Ich kann doch... nee, ich mach das hier. So, hier will ich mich hochbauen. So, da muss der hier weg. Der kommt ja wieder hin dann. Na, eins vorne. So, genau. Ich muss einfach hier, das hier wegmachen. So. Den rutscht dann hier weg. Dann geht die Klappe auch wieder zu, weil es ja nicht mehr mit Strom versorgt wird. Und dann machen wir das hier so rum. Und jetzt bleibt die Klappe auch zu. Wir testen das doch mal. Moment, erst wieder nach unten. Bin mir sicher, dass es klappt. So. Hebel. Ne, so. Die Klappe ändert sich nicht. Hebel. Also Hebel kann jetzt... machen, wie ich will. Dass die Holzklappe auf und zu geht, das ist ja okay. Aber die Klappe hier bleibt so, wie sie ist. Und so soll es auch sein. Das heißt, wir können hier wieder... Eigentlich... Ja... Komm, ich mach das hin, ist doch egal. So, zack, zack. Nochmal, Probe. Klappe ist zu. Klappe ist immer noch zu. Sehr gut. Also da muss ich dann eben da vorne darauf achten, dass ich das dann da eben genauso mache. Ja, okay, dann hätten wir das erledigt. Dann könnte ich eigentlich wieder nach da oben. Und da wollte ich nämlich auch was anderes machen. Nämlich, Moment, ich gehe jetzt erstmal wieder nach oben. Nein, nee, dann nicht hinterhin. Ah, den weißen Ton kann ich aber wieder... Ja, den kann ich... Ja, na, ich lasse ihn mal da. Da brauche ich nachher noch viel mehr, aber eben erst nachher. Es geht ja jetzt erstmal um das Ausschachten. So, wo muss ich hin? Da ist noch die Lücke im Boden. Ja, jetzt muss ich da nur noch hinein. Ja. Ach so, ist gar nicht so tief. Ist eigentlich überhaupt nicht tief, ist nur ein Schatten gewesen. Okay, ja gut. So, also, ich hatte ja vor, hier mit der roten Spitzhacke, so 3x3 große Felder abzubauen, die selbst wieder 3x3 sind. Und damit würde ich genau den Innenraum hier ausschachten, aber die Wände eben nicht. Und das will ich jetzt
noch mit dazu nehmen. Das heißt, ich werde jetzt mal... Nee, das ist ja eins zu wenig. Nee. Das ist eins zu wenig. Ich muss mal den hier wieder wegmachen. So, hier. Ach, das ist Erde. Ja, okay, gut. Ich will eben auch gleich die Mauern hier, die Wände damit ausschachten. So, und der muss weg hier. Dann muss ich hinten in der Ecke wieder einen hinmachen, aber das ist ja egal. Ja gut, machen wir einfach mal so weiter. So, so, und der da drunter weg. Da muss ich wieder... Ja, okay, das kommt schon hin. So. Und hier machen wir das einfach so... Ah, nee, ich muss da noch. Moment. So, dann mache ich das von dort aus. So, der weg und der weg. Und hier jetzt nur nicht herunterfallen. So und... So, jetzt ist ein bisschen zu viel geworden. Ja, macht nichts. So, das hier noch weg. So, jetzt haben wir da wieder eine Ebene. Und das müsste jetzt so sein, wie ich es brauche. Kontrollieren wir das nochmal in den Ecken. Machen wir die Erde nochmal schnell weg hier. So, ja, wenn ich jetzt das hier mache, dann habe ich auch diese Seitenwände da ausgeschachtet, dass die ja sowieso weg müssen. Und hier hinten müssen wir dann wieder so einen hinsetzen und dann die weißen davor. Ja, genau. Mach das jetzt mal wieder weg hier. Ja, den kann ich ja lassen. Gut, dann will ich das jetzt mal ausprobieren. Hier werde ich jetzt weitermachen. Aha, das ist da. Ja, okay, gut. Dann. Oh, was ist denn da? Ach so, da ist... Ah, okay, ja, okay. Ach. Ich will doch jetzt mal meine Ruhe haben hier. So, ich habe gerade was eingesammelt. Explosionsschutz. Mal schauen, ob wir den schon haben. Ja, den haben wir schon. Okay, gut. Wo muss ich jetzt überhaupt weitermachen? Da vorne. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungelegen, dass es hier so... dass hier so eine Höhle ist. Aber na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Müssen wir eben durch. So, schnell noch was essen. Und... wieder die rote Spitzhacke in die Hand. Wo geht's denn jetzt eigentlich? Ach so, hier, da. Ah, okay. So, der muss mal weg hier, der Kollege. Der hier auch. Und die zwei oder drei dann auch. Hm, okay. Ja, so, dann ist das hier so gesehen jetzt erstmal alles. Ja, dann hier so weiter. Das müsste noch alles so passen. Jetzt kann ich mir mal... Oh, da geht es aber noch weit nach unten. Hier, das hier alles weg. Das hier machen wir das eben auch gleich weg hier. So, der Kies, der rutscht immer weiter nach unten. Ja, wenn ich ihn nicht einsammle. Oh, ich könnte mal eine Fackel an die Wand machen. Oder ja, hier hin oder irgendwie so, dass ich was sehe. So, wie sieht's da aus? Ah, muss ja gleich wieder was wegmachen hier. Und da auch. So, wie weit noch? Nach unten? Ja, noch ein bisschen, aber nicht mal allzu weit. So. Da noch. Ja, noch ein bisschen. Oh, da kommt die Erde. Und Fackel weg. Okay, jetzt kommt da Erde. Dann versuchen wir das damit. So, ganz, ganz sachte nur. Ah ja, dann bin ich schon unten. Okay, Moment, das hier so. Blub. So, da bin ich nach unten gefallen. Dann müssen wir da noch was wegmachen. Und dies und jenes. Ja, und da wieder zumachen. Aber das machen wir dann sowieso mit dem Weißen dann. Ja, okay, das wäre es hier gewesen. Das ist hier irgendwo auch noch so. Ja, okay, gut. Ich werde mich mal wieder nach oben begeben. Ach genau, ich habe das auch aufgeladen hier. Da, die Energie. Moment, noch ein bisschen weiter nach oben. Das war noch nicht ganz alles.
Ja. So, ja, sehr gut. Dann mache ich das wieder weg hier. So. Und weiter geht's. Ist ein bisschen dunkel geworden hier. So, hier. Wenn ich jetzt hier anfange... Ah, das ist doof. Da muss ich da anfangen. Ja, und dann bleibt das übrig. Okay, immerhin steht das in der Mitte. Ja, gut. Weiter so. Ich setze mich mal da hinten in die Ecke. So. Jetzt werde ich natürlich gleich wieder in diese Höhle da fallen. Und auch erstmal nichts mehr sehen. Mach ich mal dahin. Nö, in die Höhle falle ich da jetzt nicht, so wie es aussieht. Auf welche Ebene müssen wir nochmal? Auf 29, glaube ich, war das. Moment, hier, das da. Also bislang scheint mein Plan ja ganz gut aufzugehen hier mit dieser Methode. Beziehungsweise auch mit der erweiterten Methode. Oh, ich brauche Licht hier. So. Oh, Moment. Auf welche Ebene müssen wir? Ja, okay. Ein Stück noch. Ah, da kommt wieder Erde. Aber das heißt auch, dass wir das bald geschafft haben. Ja, da müssen wir. Genau, da sind wir dran. Oh ne, die Erde da kann bleiben. Moment. Ah, ich nehme den Stein hin. Oder aber auch so. Hier, genau. Die Rolle kann weg. Ach, wahrscheinlich könnt ihr das hören. Das Getrappel draußen an der Treppe. Das ist der Nachbar oben, der irgendwie... Der ist schon lange eingezogen. Von der ganzen Zeit. Aber der kriegt irgendwie eine neue Küche oder irgendwie sowas. Ja, doch. Kann ich so wegmachen? Ja, okay, dann gut, wieder nach oben. Machen wir den Rest, dann tausche ich da wieder aus. Da in der Mitte muss ja noch was weg. So, schön. Okay, das in der Mitte muss weg. Und da unten habe ich aber was übersehen, komischerweise. Okay, gut, da kümmere ich mich gleich drum. Jetzt machen wir erstmal das hier weg. Ah, toll. Was muss denn da jetzt weg? Das, passt alles noch, so wie es aussieht. Und diesen Erdstift kann ich auch wegmachen. Der stört jetzt eigentlich auch nur... Uah, das war jetzt... Upsi. Ziemlich weit. Naja, so weit war es eigentlich gar nicht, aber ich habe viel Schaden genommen. Komisch. Na gut. Ich regeneriere ja wieder. So, und dann machen wir den hier noch weg. Will ich jetzt ganz bewusst so exakt machen, um zu prüfen, ob das auch alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Aber bislang sieht es ganz gut aus. Da oben ist noch was übrig geblieben. Okay, wechseln wir nochmal. Und nochmal was essen, um den letzten Rest auch zu regenerieren. Ja, und ab geht's nach oben. So, nein, geh dahin. Nee, der will nicht. So, jetzt. Ja, genau, das will ich vermeiden. Hier wieder umtauschen hier. So. Okay. Ging ja nochmal gut. Ich habe ja diese Fliegeweste jetzt nicht mehr an. Wie sieht's aus? Ah, wir sind schon unten. Okay, wunderbar. Ja, das ist das dann von der Breite her schon alles oder fehlt da noch was? Ich muss wieder nach oben. Soll ich die vielleicht doch mal anlassen, hier die Weste? Braucht die jetzt doch öfter. Ich versuch's mal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht. So, jetzt haben wir hier in der Breite... Ach, guck mal hier, das da fehlt noch. Ah, das fehlt noch. Ja, Stimmt, ja, das ist ja noch ein Überbleibsel. Ah, das hätte ich zusammen jetzt mit dem Dings wegmachen können. Naja, gut. Ich arbeite mich jetzt mal weiter in davor. Machen wir das andere dann später. Ja, einfach so hier.
mal schauen, was ich da übersehen habe. Ah ja, guck mal hier. Also ist er nicht wirklich übersehen. Nein. Na, das ist eben das, wenn ich die Weste anhabe. Und dann auch noch gar nicht mal mehr dran denke. Oh, das habe ich verkehrt gemacht jetzt hier. Oh, nein, das war zu weit. So. Und jetzt will der nicht weg. Na gut. So, so baue ich ab. Okay, gut. Ja. So, weiter. Nach unten buddeln, aber... jetzt ist da wieder was. Geh doch weg da. Ja, doch, mach das weg hier. Genau so. Und da oben, ja, das ist okay. Das ist keine Lücke. Oh ja, gar nicht mehr weit. Noch ein Stück. Nee, muss noch ein Stück weiter nach unten.